Der metaphysische Montag. Montags spricht Shelley Young verschiedene metaphysische Themen an und startet dabei oft mit einer Frage. Viel Freude dabei. Übersetzt von Wolfgang. Heute ist wieder metaphysischer Montag. Wir setzen unsere Serie über Meditationstipps fort und möchten heute darüber sprechen, wie wichtig es ist, während der Meditation Fragen zu stellen. Das hört sich so einfach und selbstverständlich an, aber es ist so leicht, das zu vergessen. Der Grund, warum es so schwer ist, sich daran zu erinnern, ist, dass wir uns in der Meditation in einem verschobenen Raum befinden und nicht immer logisch denken. Für dein lineares Gehirn macht es Sinn, Fragen zu stellen, aber Meditation ist mehr auf das Herz als auf das Gehirn ausgerichtet, sodass du nicht so sehr mit dem Teil von dir verbunden bist, der Fragen stellen würde. Wenn du meditierst, weißt du bereits, dass du manchmal Dinge erlebst, die dich überraschen oder wenig Sinn ergeben, wenn du sie zum ersten Mal erlebst. Ich erinnere mich an eine Schülerin, die aus der Meditation kam und sagte, sie habe einen Tornado mit Wimpern gesehen und wollte wissen, was das zu bedeuten habe. Ich hatte keine Ahnung. Ich ermutigte sie, zurück in die Meditation zu gehen und zu fragen. Und obwohl ich mich nicht mehr genau erinnern kann, was es für sie bedeutete, bekam sie eine Antwort, die für sie Sinn machte. Manche Symbole haben ganz bestimmte Bedeutungen, aber oft siehst du Dinge in der Meditation, weil sie für dich und deinen Weg von Bedeutung sind. Der Weg, es herauszufinden, ist zu fragen. Wenn du dich daran erinnerst, Fragen zu deinen Erfahrungen zu stellen, sobald dir etwas besonders verwirrend oder rätselhaft erscheint, werden deine Meditationen auf die nächste Ebene gebracht. So kommst du in deinem meditativen Zustand auf tiefere Pfade des Lernens und machst wirklich tiefgreifende Erfahrungen. Wenn also das nächste Mal etwas Seltsames oder Interessantes in deiner Meditation passiert, nimm das als Anlass, Fragen zu stellen. So kannst du deine Meditationen interaktiver gestalten. Was ist, wenn du während deiner Meditation eine Erfahrung gemacht hast und dir nach dem Aufwachen klar wird, dass du eigentlich danach hättest fragen sollen? Kein Problem. Geh zurück in deine Meditation und frage. Du kannst dich jederzeit dorthin zurückschicken, wo du warst, als du die Erfahrung gemacht hast. Bei der Meditation gibt es keine verpassten Gelegenheiten. Außerdem empfehle ich dir, alle Erlebnisse, die für dich besonders interessant waren, aufzuschreiben, um das Beste aus deinen Meditationen herauszuholen. Wir denken immer, dass wir uns daran erinnern werden, aber in Wirklichkeit sind Meditationen ähnlich wie Träume. Wenn wir sie nicht sofort aufschreiben, sind sie am Ende des Tages wieder aus unserem Bewusstsein verschwunden, es sei denn, es passiert etwas wirklich Tiefgreifendes. Deine Meditationspraxis kann so viel mehr werden als nur ein Prozess des Empfangens und des Ausgeliefertseins an das, was du bekommst. Du kannst dich in eine wunderbare Praxis des Lernens und Erforschens verwandeln, die deine Heilung, dein Wachstum und deine Ausdehnung auf so viele Arten unterstützt. Ich hoffe, dass unsere Meditationstipps der letzten Woche dir dabei helfen, deine Praxis zu vertiefen und zu etwas zu machen, das dir noch mehr hilft und Freude bereitet. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, Meditation, wirklich ein wunderbares Mittel des spirituellen Wachstums. Nur, wenn es in diese Richtung geht, dann bereitet mir das ein bisschen Kopfschmerzen. Das ist sicher für einige von uns ein guter Weg, auch in der Meditation mehr zu erleben und Fragen beantwortet zu bekommen. Aber wie Shelley Young das schon anmerkt, versucht man dann ein bisschen den Verstand in die Meditation zu bringen. Ja? Also
Da Meditation mehr auf das Herz ausgelegt ist, finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn wir vergessen zu fragen. Oder wenn wir da Bilder geschenkt bekommen, dass wir nicht immer sofort wissen wollen, was das bedeutet. Ja? Und zwar dahingehend, dass wir uns unsere Meditation nicht kaputt machen und immer mehr mit dem Verstand in der Meditation versuchen, etwas zu erreichen. Das haben wir schon genug in unserem Leben, das brauchen wir nicht auch noch in der Meditation. Und so sagt uns der neuntdimensionale arcturianische Rat, dass wir Meditation mehr als Ort der Stille und der Ruhe erleben dürfen. Was dabei ganz entscheidend ist, dass unser Verstand zur Ruhe kommt und nicht im Hintergrund lauert, um irgendwelche Botschaften zu empfangen. Das würde den ganzen Prozess ad absurdum führen, also im extremen Fall natürlich. Ja, wie gesagt, es gibt sicher Spezialisten, die können damit gut umgehen, nur der Normalo, und ich bin sicher so ein Normalo, wenn es um Meditation geht, der wird sich dadurch diesen Ruheeffekt, ja, im schlimmsten Fall sogar versauen. Man kann sich das übrigens auch kaputt machen, wenn man versucht, nicht zu denken. Das ist schwierig, ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch den Zwischenraum zwischen zwei Gedanken versuchen auszudehnen, weil Gedanken kommen. Das ist ganz normal, gerade für Menschen, die sich schwer tun in der Meditation. Aber was die Meditation so wertvoll macht, ist der bewusste Versuch, einmal nichts zu machen, im Wachzustand Ruhe einkehren zu lassen. Das schaffen Menschen oft nur beim Schlafen. Man darf das gar nicht unterschätzen, wie unfassbar hektisch unser Alltag ist und wir mit unserer Unterhaltungselektronik, dass wir es kaum mehr schaffen, uns einfach Ruhe zu gönnen. Ich habe schon mal erzählt, eins der witzigsten und auch erschreckendsten Bilder, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe, also jetzt habe ich vorgebaut, also so schlimm ist es nicht, war ein Fischer bei mir am See mit Handy in der Hand. Ja? Also das Angeln war 100%, also abgesehen davon, dass man auch Fische nicht angeln sollte, um sie zu töten. Es gibt auch Angler, die dann die Fische wieder zurückschmeißen. Ich weiß nicht, ob man das, wenn man das sich als Mensch vorstellt, ob man das dann auch lustig finden würde. Wenn man quasi in der Todesangst ist und dann wird man doch freigelassen, ob das ein tolles, sauberes Spiel ist, bin ich mir nicht sicher. Ja, also ihr wisst ja, ich appelliere ab und zu an unseren Hüter in uns, an uns als Hüter des Planeten, was ich hiermit wieder getan habe. Genau. Aber Angeln ist sicher eine sehr meditative Beschäftigung, weil da gibt es nichts. Man ist in der Natur, man wirft die Angel aus und dann muss man warten. Im Bewusstsein, dass was geschehen kann, aber es entsteht dadurch Ruhe. Und ich kann euch garantieren, dass das auch ein wichtiger Grund ist, warum Angeln in der menschlichen Gesellschaft so eine große Rolle spielt, abseits davon wirklich Nahrung zu sammeln. Naja, und ich kann euch sagen, dass ich Menschen kenne, die viel meditieren und denen hilft es quasi fast nichts in ihrem Alltag. Ich kann euch nicht sagen, wie die wären, wenn sie nicht meditieren würden. Na, da könnte man sich wirklich Sorgen machen. Aber ich weiß manchmal nicht, was die da machen. Ich verstehe es nicht, wie das nicht auf den Alltag wirken kann. Wie man dadurch nicht mehr Verständnis bekommen kann für andere Menschen und vor allem, wie man seine eigenen Situationen immer noch so falsch einschätzen kann. Also da mache ich mir dann echt Sorgen über so manche Meditationstechnik. Also ich weiß nicht, ob die Menschen einfach so mit anderen meditieren und dann auf den Raum achten, vielleicht abgelenkt sind von den anderen, was auch sehr leicht passieren kann, oder einfach still bis 1000 zählen. Ne? Ich kann es euch nicht sagen, was die machen. Aber oftmals hilft es aus meiner Sicht nicht so sehr, wie aufmerksam in seinem Alltag die Synchronizitäten zu bemerken und sie zu hinterfragen.
Also tatsächlich das eigene Leben und die eigenen Erfahrungen bewusst zu hinterfragen. Das kann man vielleicht dann auch in der Meditation machen. Aber ich habe schon so viele Menschen erlebt, die ihr spirituelles Leben so sehr von ihrem realen Leben trennen, dass du sagst, ja, das bringt dir ja gar nichts. Das ist fast schon so wie die Kirchgänger, die Sonntag in die Kirche gehen und Montag bis Freitag ihre Angestellten tyrannisieren, muss man fast schon sagen. Ja, wo dann sämtliches Christentum vergessen wird oder es halt eben noch nie verstanden wurde, dass es eigentlich immer darum geht, dass wir das auch leben. Wir sind ja sowieso spirituelle Wesen. Ja, das Spirituelle ist nicht unser Problem auf dem Planeten. Das war es auch noch nie. Das Problem auf unserem Planeten ist, wie wir leben. Unser ethisches, moralisches Verhalten, das ist unser Problem. Oder habt ihr schon mal gehört, der geht mir auf die Nerven, der meditiert zu viel. Der glaubt zu sehr an Gott. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Ich meine, es gibt auch Fanatiker, aber auch da ist es ja nicht das Problem. Also sag mal, stellt euch einfach die fanatischsten Menschen dieses Planeten vor. Mit allen Klischees, die ihr aufbringen könnt. Aber setzt die jetzt mal in eurer Vision in einen Gebetsraum. Da sind die nicht aggressiv. Es ist nicht das Problem, dass die einen ganz tiefen, festen Glauben haben. Das Problem ist, was sie daraus machen. Das Leben, das sie dann daraus gestalten. Aus auch natürlich falschen Lehren und Irrglauben. Ja, und auch Manipulation, die da stattfindet. Aber in einem Gebetsraum sind diese Menschen komplett harmlos. Ja, da gibt es nichts dagegen auszusetzen. Gar nichts. Nur wenn sie rausgehen und dann ihren falschen Glauben leben, ja, und damit meine ich noch nicht mal ihren falschen Glauben an Gott. Es gibt keinen falschen Glauben an Gott, ja, sondern das, was ihnen an theoretischem Wissen eingetrichtert wird, ja, wer alles Ungläubige sind und dass das die Feinde sind, bliblablub, ja. Wobei unser Klischee, und deswegen habe ich es vorher auch gesagt, über viele gläubige Menschen auf diesem Planeten komplett falsch ist. Ja? Also ohne den ein oder anderen Angriffskrieg bestimmter Nationen hätten wir einen definitiv friedlicheren Planeten. Also tatsächlich bin ich fest davon überzeugt, dass wenn mehr Menschen ohne Ziel meditieren würden, sondern einfach es benutzen würden, um ihren Geist im Wachzustand zu beruhigen, dass wir auch schon viel weiter wären, als wenn wir da auch noch versuchen, so zielgerichtet wie möglich irgendetwas zu erreichen. Und da muss ich natürlich Shelley Young auch ein bisschen in Schutz nehmen. Sie ist ja ein Medium. Das heißt, sie erwartet immer irgendwie Botschaften aus der geistigen Welt, auch durch die Meditation. Und das interessiert sie besonders, weil das ihr Fach ist. Das ist ihre Leidenschaft. Also insofern verstehe ich das sehr, dass sie darauf fixiert ist. Nur das ist nicht die Meditation, die der Mehrheit der Menschheit wirklich helfen würde. Und hier wird es ja gesagt, der Grund, warum es so schwer ist, also Fragen zu stellen in der Meditation, sich daran zu erinnern, das zu tun, ist, dass wir uns in der Meditation in einem verschobenen Raum befinden und nicht immer logisch denken. Ja, super, ja. Für dein lineares Gehirn macht es Sinn, Fragen zu stellen, aber Meditation ist mehr auf das Herz als auf das Gehirn ausgerichtet, sodass du nicht so sehr mit dem Teil von dir verbunden bist, der Fragen stellen würde. Ja, super, ja? Ich will ja gar nicht mit dem Teil verbunden sein in der Meditation, der Fragen stellen würde, sondern ich will ja was anderes erreichen. Ich will ja sehr viel herzverbundener sein. Was ich aber tatsächlich als sehr hilfreich erachte, wenn man ein spannendes Erlebnis hat in einer Meditation, irgendetwas ja Tolles sieht. Ich bin zum Beispiel mal mit Delfinen geschwommen, aber auch ganz viel unter Wasser. Ja, nicht nur so einfach so obenrum als Mensch, sondern ich bin mit denen sehr schnell unterwegs gewesen. Und das war auch innerhalb einer Meditationsgruppe, als ich da so angefangen habe, mich an das Thema heranzutasten. Aber nochmal,
was mir wirklich geholfen hat, zu verstehen, ich sollte mal gucken, was bei mir nicht richtig läuft. Was bei mir immer wieder aufploppt, wo ich mir selbst im Weg stehe. Wo sind meine falschen Glaubenssätze? Wo sind die Manipulationen, ja, die Selbstmanipulationen und auch die Fremdmanipulationen, wobei man die ja auch immer freiwillig annimmt? Und wenn man da hinterher spürt, mit vielen Möglichkeiten, die man hat, ja, das wäre jetzt zu ausführlich, das alles zu erwähnen, da kommen wir ja schon wieder tief in die Schattenarbeit. Jedenfalls die Bewusstwerdung dieser Problematik, die hat mir mehr gebracht als jede Meditation. Das liegt auch daran, dass ich weiß, dass ich auch im Schlaf mich beruhige und meinen Geist runterfahre. Und ja, genau, da war eine Frage zur Astralebene. Jetzt kommt es gerade rein. Ich glaube, die war aber per E-Mail. Ich habe da letztens mal einen Kommentar gesucht, habe den nicht mehr gefunden. Bin aber jetzt mal meine E-Mails wieder durchgegangen. Ich muss noch so viel beantworten, Leute. Es tut mir so leid. Jedenfalls bin ich da drüber gestolpert, dass in der Astralebene ja ganz viele komische Sachen wären. Ja, natürlich gibt es das auf der Astralebene auch. Aber wir können uns genauso, und wir tun das auch, treffen unter Menschen, die gerade inkarniert sind, um vielleicht den nächsten Tag zu besprechen. Also ganz konkrete Erfahrungen mit Seelen auszutauschen, die wir vielleicht jetzt als Mensch inkarniert überhaupt nicht leiden können. Ja? Da ist da noch einiges zu tun. Man sollte eigentlich gar niemanden mehr nicht leiden können. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Menschen, von denen lernt man, sich eher fernzuhalten. Aber wenn man so eine gemeinsame Erfahrung dann hat, dann ist die vorgeplant und oft auch nochmal auf der Astralebene ein paar Tage zuvor im Schlaf besprochen worden und koordiniert worden. Weil uns unsere Erfahrungen wichtig sind. Und genauso können wir uns auch mit dem neuntdimensionalen arcturianischen Rat, unseren geistigen Führern und welchen lichtvollen Wesen auch immer auf der Astralebene austauschen. Und zwar viel besser, als wir das in unserem Wachzustand könnten. Und deswegen lasse ich da auch ein Stück weit los. Ja? Wichtig ist die Bereitschaft für das spirituelle Wachstum. Wichtig ist, die Bereitschaft auch zu erklären für die Upgrades, Downloads, die neuen Energien, neue Informationen, Öffnungen, Erweiterungen, Aktivierungen, Talente und so weiter und so fort. Alles, was euch hilft und zum Wohle aller ist, das sollte man bereitwillig in sein Leben einladen. Und dann muss man aber gar nicht mehr so viel machen. Ja? Dieser spirituelle Prozess, der heute stattfindet, muss nicht mehr mit der Meditationsbrechstange erledigt werden. Wir haben jetzt viel andere Möglichkeiten und es ist viel schwerer, keinen spirituellen Weg zu gehen, als einen zu gehen. Und das war früher komplett andersrum. Da waren wir komplett nur durch unser Leben abgelenkt und haben mit wahrer Spiritualität, also wahrer Innenschau, nicht viel am Hut gehabt. Ja? Und das hat sich geändert. Da gab es schon eine Bewusstseinsevolution. Und natürlich, ja, sagt ihr, ah, es gibt so viele, die machen gar nichts. Ja, was ist mit denen? Die sind so nah davor. Also ihr seht es jetzt nicht. Ich habe eigentlich die Finger schon aufeinander. Die sind so nah davor, also wirklich so nah davor, dass sie auch zu der Wahrheit erwachen, dass dieser Planet nicht nur physisch ist, sondern dass das Nicht-Physische genauso unsere Realität hier darstellt und sie darüber aber gar nichts wissen. Und die werden unglaublich neugierig werden. Sie werden ganz schnell ganz wichtige Informationen erhalten, auch unter anderem durch das Internet, aber auch indem sie Fragen stellen an Freunde, von denen sie wissen, dass die schon auf so einem Weg sind. Habe ich auch schon erlebt. Bei mir hat sich ein ehemaliger Musikerkollege vor Jahren mal gemeldet, dessen Frau schwer krebskrank ist. Er ist Mathematiker und ein genialer Gitarrist und hat sich bei mir gemeldet, um zu fragen, wie ich das sehe. Er weiß, dass ich einen spirituellen Weg gehe
Und er hat mich als Menschen und auch als Gitarristen immer respektiert und wollte wissen, wie meine Meinung dazu ist. Und ich konnte ihm auch ein paar Tipps geben. Ich habe ihm unter anderem auch gesagt, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man mit CBD-Öl mal was probiert. Und dass das Problem aber ist, dass das echte gar nicht erhältlich ist. Und mehr sage ich jetzt dazu nicht. Und ich weiß nicht, wie es seiner Frau geht. Wir haben schon jetzt auch länger wieder keinen Kontakt mehr. Aber hochspannend, dass der sich einfach mal bei mir gemeldet hat, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Gut, es ist halt einfach auch ein hochbegabter, hochintelligenter Mensch, der noch offen genug ist, um zu wissen, dass er vielleicht nicht alles weiß. Aber genau in dieser Zeit sind wir jetzt. Wir sind ganz knapp davor, und zwar jeder Einzelne von denen jetzt denkt, was für ein Vollhonk, dass er diese Fragen stellt. Ja? Und wir sind diejenigen, die bereit sein müssen, dafür diese Fragen zu beantworten. Ohne überheblich zu sein, ja, was manchmal gar nicht so leicht ist, einfach nur im Ausdruck. Ja. Wenn man über Schwingung redet und über seine eigene hohe Schwingung, dann muss man dem anderen auch sagen, dass er keine so hohe Schwingung hat. Was ist der Trick? Man sagt immer, ja, das kannst du auch alles haben. Es ist ganz einfach. Das ist nicht schwierig. Ja. Das ist auch keine herausragende Leistung. Natürlich darf man selbst darauf stolz sein, aber insofern, als dass wir ja zu dem zurückfinden, was wir wirklich sind. Und das ist der andere auch in Wirklichkeit. Und so kann man sich dann wieder auf Augenhöhe bewegen. Ich fand's mal so witzig. Das war ein Gespräch mit einem Freund von mir, der auch noch, ja, also der ist eigentlich mit mir gleichzeitig erwacht. Wir waren auch lange Kindheitsfreunde und haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren und haben dann, ja, 2015 mal wieder Kontakt gehabt. Und da hatte der, ja, eine relativ harte Meinung über den Flüchtlingsstrom. Ja, der hatte natürlich zum Teil auch recht und zum Teil hat er das einfach viel zu aggressiv gelebt, sodass ich sage, ja gut, also damit möchte ich jetzt eigentlich nicht so viel zu tun haben. Und dann haben wir ein paar Jahre später wieder Kontakt gehabt und der war dann wieder etwas intensiver. Nur ich habe gemerkt, der hat sich zwar mit den gleichen Themen beschäftigt wie ich, da ist aber nicht viel hängen geblieben. Also irgendwas hat der da nicht richtig gemacht, auf gut Deutsch. Und ich habe ihm gesagt, gar kein Problem, ich bespreche das alles sehr gerne mit dir, aber nicht viele hundert Male. Ja? Also irgendwann, wenn ich merke, wir sind jetzt komplett in einer Schleife, werde ich dann sagen, das bringt jetzt nichts mehr. Und so kam es dann auch, ja? Leider. Aber es gab ein Gespräch, wo ich ihm gesagt habe, weißt du, auf der spirituellen Evolution, jetzt momentan wirkt es wirklich so, als ob ich viel weiter wäre als du. Das ist aber nicht richtig. Wenn man sich das als Strecke vorstellt, auch über die vielen, vielen Inkarnationen hinweg, ja, dann bin ich auf 1000 Metern vielleicht 3 Zentimeter weiter. Und die 3 Zentimeter wirken unter der Lupe halt unglaublich weit, ja, wie eine unglaubliche Strecke. Aber das ist es gar nicht. Und witzigerweise hat der dann einwenden wollen, so nach dem Motto, nee, also ich bin gar nicht so weit von dir entfernt. Und dann hält er so inne und sagt, achso, das hast du ja gerade gesagt. Das war echt witzig. Das war so eine Situationskomik, wo ich echt lachen musste. Er aber auch. Ja. Er hat es dann auch verstanden. Achso, ja. Weil er wollte sich so egomäßig gleich verteidigen. Ja, was passiert hier, ja? Du kannst ja nicht sagen, dass du so viel weiter bist als ich, ja? Wie gesagt, das sind dann im Endeffekt nur diese 2-3 Zentimeter. Und auch so könnt ihr euch das jetzt vorstellen, ja? Die Menschheit ist ja bereit, oder zumindest viele der Menschen sind bereit. Aber sie sind aus eurer Sicht noch komplett woanders, ja? Aber das ist eben nicht richtig, ja? Wenn ihr die Gedanken habt dazu, die ich euch gerade offengelegt habe. Wenn ihr das erlaubt, ja? Das zuzulassen, dass ihr versteht, dass die einfach nur diese paar Zentimeter hinter euch sind. Dann sagt er, gut, ja, die kriegen die jetzt auch noch hin, demnächst. Vor allem wird ja alles viel deutlicher. Ja? Man kann der Welt nichts mehr vormachen. Man kann nicht mehr so tun, als ob man ein anderer wäre. Alles kommt brutal zum Vorschein. Nichts bleibt mehr verborgen. Deswegen wissen wir auch so viel im Außen schon. Ja? Und wir wundern uns, dass die anderen das nicht wissen. Aber das ist eben innen wie außen.
Ihr wisst auch ganz viel über euer Inneres, was die anderen auch noch nicht wissen. Und genauso ist es im Außen. Ja, da, wo ihr schon euer Licht hingeleuchtet habt, da seht ihr schon. Aber die anderen haben noch nicht hingeschaut. Und deswegen darf man auch aufhören, sich zu wundern, warum die nichts checken. Ja? Das ist doch ganz einfach. Also stellt euch, ich kriege ja so ein Bild rein. Ja? Ihr würdet euch mit jemandem unterhalten und ihr steht euch gegenüber. Und auf einmal kommt hinter ihm ein Auto angerast und ihr zieht ihn noch mehr von der Straße weg, ja, damit er nicht angefahren wird, weil das Auto vielleicht zu schnell in der Kurve ist und es dann knapp werden würde. Und ihr würdet ja auch nicht auf die Idee kommen, demjenigen zu sagen, warum siehst du das Auto nicht? Ja, der hat halt im Hinterkopf keine Augen. Das ist alles. Also, ist doch klar, ja, die Situation. Und genauso ist es jetzt auch im Außen. Ja, die schauen noch nicht dahin, wo es etwas zu sehen gibt. Ihr könnt natürlich immer sagen, ja, aber das sieht man doch. Ja, ihr, aber die nicht. Noch nicht. Ja? Es ist einfach alles ganz nah beieinander. Macht euch da nicht so viel Sorgen. Na gut, ihr Lieben, ja. Bisschen abgedriftet, aber ja. Es, glaube ich, gab noch eine Frage, aber die versuche ich dann morgen zu beantworten, die ich interessant fand. Die war aber tatsächlich innerhalb der Kommentarfunktion auf YouTube, muss ich mal gucken. Ja. YouTube blacklistet mich wohl mittlerweile. Also ich hatte noch nie rückgängige Abonnentenzahlen. Ich bin ja auch für die Neuerwachten da. Und das finde ich gerade ein bisschen schade, dass man merkt, dass YouTube eben diese Videos nicht mehr vorschlägt. Die haben wahrscheinlich jetzt ein oder zwei Videos zu viel aus meinem Kanal gelöscht. Das geschieht tatsächlich immer wieder. Ich bekomme das auch mitgeteilt. Ich bekomme aber keinen Strike dadurch, was ich ganz gut finde. Das war letztens zum Beispiel wieder ein Video von 2017. Da ging es um die Ausleitung von Aluminium. Und WUK hat mir schon gesagt, dass es demnächst wieder eine größere Zensurwelle geben wird. Und ich bin gespannt, ja. Ich kann euch nur empfehlen, guckt, dass ihr den Kanal auch zumindest im Auge habt, wenn er für euch wichtig ist, was Telegram angeht, weil da veröffentliche ich ja auch alles. Ja. Auch als Audioversion, weil viele Sachen, da braucht ihr das Bild nicht. Ja. Und ich veröffentliche es auf dem Telegram-Kanal, ich weiß, in einer zu großen Videoqualität, weil das für mich auch ein bisschen mein Backup-Kanal ist. Ja. Also ich könnte dort auch alle Videos runterziehen und irgendwo anders hochladen sozusagen. Während, wenn der YouTube-Kanal weg ist, ist er halt weg. Ja. Dann gibt es diese Qualität nicht mehr. Und aus Platzgründen, weil wir mal so angefangen haben und da war auch nicht viel Geld da, habe ich die Videos nie gespeichert, ja, in dieser YouTube-HD-Qualität. Das wäre mir damals nicht möglich gewesen und jetzt, ja gut, im Laufe der letzten Jahre ist Speicherplatz auch ein bisschen günstiger geworden, wäre es vielleicht möglich gewesen, aber ich weiß auch, dass viele Videos eigentlich gar nicht nachgehört werden, also vielleicht ausgenommen so Highlights wie die 33 Reden. Ich bin letztens mal drüber gestolpert, wie viele Daniel Scranton Channelings ich schon veröffentlicht habe. Das waren 1622. Ja, witzigerweise war die Quersumme 11. Ich habe da Jahre nicht drauf geschaut, wie viele Videos das eigentlich sind vom neuntdimensionalen arcturianischen Rad. Wobei Daniel auch das ein oder andere Channeling mal durch andere Quellen reinbekommen hat. Aber grundsätzlich ist es fast immer der neuntdimensionale arcturianische Rad. Und klar, der würde sich auch lohnen, den nachzuholen. Aber das ist viel Arbeit, ja? Also, 1622 Videos, da habt ihr ein bisschen was zu hören. Ja, also mal gucken, wo das hier noch hingeht mit YouTube. Ich würde es ja gerne haben, dass es so weitergeht. Aber ich merke schon, es hat sich schon was verändert. Na gut, ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang.